Ja, die Basiswahlen in Sachsen-Anhalt am Sonntag, das gilt jetzt. Morgen ist das schon, ja. Ich hoffe, dass meine Prognosen weit übertroffen werden. Und ja, mal schauen. Ja, und dann bei Reformen betreffs der eigenen Sparte bloß kein Mitspracherecht einräumen, ja, innerhalb einer Partei. Wenn ich mir vorstelle, als ich an der Universität alles gelernt hatte über meine eigene Sparte, die Psychotherapeutensparte, die klinische Psychologiesparte und so weiter. Und wenn man mich dann gefragt hätte nach der Politik, ich wäre ein hervorragender Lobbyist, wider Willen gemacht und hätte gewesen und hätte Propaganda gemacht, hätte all die vorteilbringenden Irrtümer, die ich im Studium erworben habe und nicht in der Lage war zu hinterfragen. Ich hätte quasi dafür plädiert, irgendwie, dass die Psychotherapie in der Gesellschaft viel mehr Geld bekommen muss, ausgebaut werden muss und so weiter. Und deswegen ist es so gefährlich. Also die Menschen sind für alles Lobbyisten wider Willen, aber am gefährlichsten sind sie, wenn es sich um ihre eigene Sparte handelt, weil dann oft die, ja, die Verhärtetheit und die Unfähigkeit, die eigenen vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte zu hinterfragen, am größten ist. Und deswegen darf so jemand dann eigentlich keinerlei Mitspracherecht bekommen. Man darf also bloß den Bock nicht zum Gärtner machen, ja? Denn das ist ja das, was wir leider im Moment haben, da die Medien von heute gehören ja letztendlich den Großkonzernen, die die Werbespots bezahlen, die da drin geschaltet werden. Und insofern sind die Journalisten eigentlich, gehören zu den Sparten, denen auch die Konzerne angehören und sind damit eigentlich betreffs sind sozusagen wiederholen als Journalisten schon die vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparten, denen sie selbst angehören, und laden dann auch noch Vertreter dieser Sparten ihrer eigenen Sparte quasi ein, und dadurch wird das Ganze natürlich zu einer einzigen Propaganda für die Sparten, die die Werbemilliarden bringen für die Medien sozusagen. Und das heißt, in den normalen Medien macht man systematisch den Bock zum Gärtner, aber diesen Fehler darf man ja nicht machen, wenn man die Gesellschaft neu gestalten will. Nämlich man darf den Bock bloß nicht zum Gärtner machen. Hier unten rechts, wie immer, an dem rundlichen Ding die Wunschgeschwindigkeit einstellen, da ich ja so langsam rede. Ja. Man kann natürlich den einen oder anderen auch bei einer Reform hören, aber nur, wenn es sich um so Leute handelt, die so extrem kritisch ihrer eigenen Sparte gegenüber sind, wie Professor Bhakti Wodak, Dr. Wodak Schiffmann, unser Professor Harald Wallach oder unser Dr. Med. Michael Spitzbart, der jetzt auch gerade eine Sendung hatte Mitte Mai bei Kaiser TV, habe ich gerade entdeckt und aufgenommen. Ja, von daher, und dann haben wir eben ein neues Schaubild dazu genommen. Es war doch wichtig. Also, wo ist es? Da muss ich rein, ja. Das neue Schaubild. Und zwar passt das, wozu passt das? Wir hatten ja das bisher immer als den großen Kuchen genommen und die Sparten hier in Spiralenform am Rande, die quasi alle versuchen, möglichst viel aus dem großen Kuchen rauszufressen. Manchmal hatten wir auch dieses Bild benutzt, hier, dieses Bild benutzt. Hier sind die Sparten,
Da sind die, die keiner Sparte angehören, zum Beispiel kleine Kinder, und wie die Sparten uns alle voll infizieren mit ihren vorteilbringenden Irrtümern und uns zu Lobbyisten widerwillen machen und quasi jede Sparte auch die andere parasitiert und alle werden durchseucht von den vorteilbringenden Irrtümern. Und da haben wir jetzt das neue, bessere Schaubild. Also hier zum Beispiel könnten wir jetzt eintragen, wenn wir wollten, zum Beispiel könnten wir hier eintragen, die Sozialsparten einschließlich der NGOs, also die gefährlichsten Sparten der Gesellschaft, dann hier die Gesundheitssparten, die Nahrungssparten, Waffensparten, Sparten innere Sicherheit, Behördensparten aller Art, immer so weiter, alle Sparten. Denn die meisten Menschen gehören ja irgendeiner Sparte an und hier in der Mitte sind wieder die, die keiner Sparte angehören, ja. Und spartenfrei sozusagen sind, das sind die reinen Opfer. Und das Problem ist jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Sozialreform mache oder eine Gesundheitsreform mache, da eine Gesundheitsreform mache, dann sind die letzten, die ich hören dürfte in einer Partei, die unkritischen Vertreter ihrer eigenen Sparte, denn die sind von oben bis unten voll von den vorteilbringenden Irrtümern und machen letztendlich nicht bewusst, sind Lobbyisten wider Willen und machen nichts anderes als Propaganda dafür, mehr Geld für die Gesundheitssparte, für meine Gesundheitssparte. Ja, sondern man muss dann, wenn dann die kritischen Leute wie Professor Bhakti, Next Scientists for Future, Professor Wallach, Dr. Spitzbart und so weiter hören und so weiter, sondern dass es darum geht, endlich die Gesundheitssparten zu belohnen, am Endergebnis, nämlich an dem Gesundheitsnutzen, den ein Arzt entfaltet, an der Krankheitenverhinderungswirkung, die eine Praxis entfaltet, an der Gesundheitsförderungswirkung, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, am Endergebnis müssen sie gemessen werden und dann muss es für alle Ärzte in einer Region, wie bei der Stiftung Warentest, so eine Art Rangliste geben, so dass jeder sich ständig umschauen kann, wo ist in meiner Nähe noch ein Arzt, der noch einer in seinen Gesundheitskursen eine noch höhere Gesundheitsförderungswirkung hat. Ja? Und ja, von daher, und alle diese Sparten, die wie so ein Aerosol, die um sich herum blasen die regelrechte Wolken von vorteilbringenden Irrtümern, Killerviren des Geistes, parasitären Memen, irrationalen Kognitionen, irrationalen Glaubenssystemen aus, ja, und infizieren alle unsere Köpfe, alle 8 Milliarden Menschen, alle Köpfe sind infiziert und wir sind in vielerlei Hinsicht Lobbyisten wider Willen. Und am hartnäckigsten sind wir Lobbyisten wider Willen, wenn es sich um die vorteilbringenden Irrtümer unserer eigenen Sparte handelt. Und da sollten dann eben solche Parteimitglieder eben betreffs der eigenen Sparte keinerlei Mitspracherecht haben, es sei denn, es handelt sich um extrem kritische Leute gegenüber ihrer eigenen Sparte, wie beim Weltrat oder bei den Next Scientists for Future. Dann darf man sie durchaus mal hören, aber nur für die Kritik an dem bisherigen System und nicht weiter sozusagen. Ja. Ja, dann haben wir noch ein kleines Detail. Wo haben wir's? Ja, wie gesagt, lernen wir von der Praxis der bisherigen Medien vor unserer Medienreform, wo quasi die Konzerne, die Journalisten eigentlich die Diener und Mitarbeiter der Konzerne sind, die die Werbemilliarden bringen. Die sind also automatisch Lobbyisten dieser Konzerne und laden dann auch meistens noch
in die Talkshows Lobbyisten dieser Konzerne, dieser Sparten oder Branchen ein. Und dann ist es natürlich klar, dass sie in jeder Talkshow ein riesiges Übergewicht an Lobbyisten widerwillen, die der geldgebenden Großkonzerne und Sparten haben, sozusagen. Und daraus, deswegen braucht es ja diese Reform, die aber übrigens schon in der neuen, in dem Verfassungsvorschlag der Next Scientists for Future schon gegeben ist. Der müsste ja eigentlich hier findbar sein, ja. Zum Beispiel, ich bin jetzt hier quasi in dem Volksentscheid Verfassungsänderung oder Verfassung. Und hier ist ja unser Vorschlag und da gucke ich mal, wo das ist mit den Politikern und den Journalisten. Die Wohlfühlstimme und dann Politiker. Journalisten, hier stehen die Journalisten, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und so weiter. Aber bleiben wir mal bei den Journalisten. Journalisten, die in Zukunft nicht messbar durch Wahrheiten das Wohlfühlen, die Gesundheit und die Langlebigkeit ihrer Kundengruppe vergrößern, die gehen dann pleite. Die kriegen keine Verdienstzuschüsse und gehen pleite und verschwinden sozusagen. Übrig bleiben dann in diesem neuen Evolutionsverlauf nur noch die Journalisten, übrigens auch Politiker und so weiter, die maximal dem Gemeinwohl dienen, dem Wohlfühlen der Gesundheit und Langlebigkeit und auch dem Wohlstand der Wählerinnen dienen. Und alle anderen werden pleite gehen durch das System der Verdienstzuschüsse. Ja? Und von daher, ja, das ist die Lösung des Problems. Also ist schon in der Präambel der neuen Verfassung, ist das schon geregelt, wenn man unseren Vorschlag übernehmen sollte. Ja? In unserem Vorschlag ist genau das dann schon geregelt. Ja, und dann vielleicht noch hier kurz der Hinweis, noch ein Punkt. Es ist nochmal deutlich geworden durch die Gespräche, die wir geführt haben, dass der Nachahmungszwang, über den ja der berühmte Professor Albert Bandura in der Psychologie ja Bericht erstattet hatte, der Nachahmungszwang des Menschen, der sich ja so drastisch unterscheidet von dem Nicht-Nachahmungstendenz der Schimpansen, die sagen, nee, also meine Artgenossen, das ist alles so schädlich, was die alle so tun, das ahme ich auf keinen Fall nach, da mache ich lieber Trial and Error, Versuch und Irrtum und probiere es selber aus. Aber bei Menschenkindern, wir sind halt so genetisch und ich vermute auch bei Bonobo-Kindern, ist, dass der Nachahmungszwang extrem groß und das ist ein indirekter Beweis für unser genetisches Erbe, für unsere genetische Herkunft aus dem matriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, denn wenn keinerlei Schädigungsgefahr vorliegt, weil alle liebevoll miteinander umgehen und niemand gewinnen kann durch die Schädigung des anderen Gruppenmitgliedes oder Kommunenmitgliedes, dann ist ja quasi alles Verhalten. Alle tun eigentlich immer nur Nachahmenswertes, Richtiges und Gutes. Und dann kann eine genetische Prädisposition sich evoluieren, eine genetische Prädisposition in Richtung absoluter Vertrauensseligkeit und absoluter, ja, letztendlich auch, es ist auch eine Prädisposition, den Klügeren in der Kommune zu folgen, nachzufolgen, deren Ideen, also deren Verhalten nachzuahmen, deren Ideen zu übernehmen und ja, und das bedeutet also, die Tatsache, dass die Menschen von heute immer noch genetisch
so eine Prädisposition zur Vertrauensseligkeit haben und zum Nachahmungszwang. Das ist quasi ein indirekter Beweis dafür, dass wir genetisch geformt wurden im matriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, wo ja keinerlei Schädigungsgefahr war, während die Schimpansenkinder eben in einer Schädigungsumwelt ganz anders genetisch sich evoluiert haben und eben keines weder vertrauensselig sind, noch einen Nachahmungszwang haben, noch sonst etwas, ja. Und das bedeutet nun, auf Deutsch gesagt, dass also wir, ich gucke gerade mal hier, dass sozusagen, dass es auch dann ein Irrtum ist, wenn man darauf denkt, dass jetzt die ganzen Menschen hier, dass die jetzt sozusagen alle zum Beispiel neue Reformen einbringen würden, neue Verfassungsvorschläge und so weiter. Da kommt nicht allzu viel, weil eben die Masse der Menschen allenfalls das begutachten möchte oder dann auswählen möchte. Ja, ich habe es ja hier nochmal, hier dann auswählen möchte, ihre Konsensierungspunkte eintragen möchte zu den verschiedenen Vorschlägen. Aber die verschiedenen Vorschläge selber, das müssen wie bei den Bonobos, wo es die größten Futterfinder, Nahrungsfinder sind sozusagen, nach denen man sich richtet und auf die man hört. Und ja, das heißt also, die Masse der Menschen, da wird man nicht mehr erreichen können, als dass die darüber ihre Konsensierungspunkte, 0 bis 10 Widerstandspunkte gegen diesen Vorschlag und so weiter, eintragen oder eben mit Kreuz das hervorheben, was sie noch am erträglichsten finden von diesen Dingen. Und mehr sollte man nicht erwarten, denn wie gesagt, genetisch ist in uns drin nun mal die Prädisposition für Vertrauensseligkeit, für den Nachahmungszwang und für das Mitlaufen und Hinterherlaufen ist nun mal in uns drin. Und dieses genetische Erbe kann man auch nicht so ohne weiteres abschalten. Und dieses genetische Erbe beweist uns, dass wir aus einer guten, liebevollen, schadensfreien Kommunenwelt stammen und dort daraufhin genetisch angepasst sind. Und das nutzen Betrüger aller Art heute immer noch aus, dass wir diese Tendenzen haben, genetisch. Ja, ja, ich denke, das war's. Bin mal gespannt auf das Wahlergebnis morgen. Tschüssi, bis bald.